Jedes Erfahrungslevel macht Minecraft heute realistischer. Das hier ist nämlich Level 0. Und das hier ist das letzte Level. Und damit starten wir auch rein mit Level 0, denn Minecraft sieht super schlecht aus. Aber vergesst jetzt nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt. Es unterstützt mich, Freunde, und würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked. Danke für eure Unterstützung. Und auf jeden Fall wird jetzt Minecraft realistischer, wenn wir ein Level holen. Aber natürlich dauert das Ganze ein bisschen. Denn wir sehen, aktuell sieht Minecraft wirklich nicht so gut aus. Ja, wir haben keine richtigen Texturen. Irgendwie haben wir nur eine Farbe bei jeder Textur. Aber wie gesagt, das bleibt ja auch nicht so. Denn wir sehen schon, Crafting sieht hier sehr komisch aus. Ich habe nicht mal ein richtiges Crafting-Fenster. Aber ich mache mir jetzt mal einen Crafting-Table, wenn man das Crafting-Table nennen kann. Denn man kann ihn eigentlich nicht so richtig erkennen. Und ich sehe schon, neben uns haben wir auf jeden Fall die ein oder anderen Mobs. Das hier ist ein Hühnchen. Hier vorne, das sollte eine Kuh sein. Und die geben uns natürlich, auch Erfahrung. Und ich denke mal, vielleicht reicht es ja schon aus, um auf Level 1 zu kommen. Aber erstmal würde ich sagen, machen wir uns einfach mal ein paar nützliche Items, wie beispielsweise eine Spitzhacke. Denn ich würde gerne sofort eine Steinaxt machen. Und das hier ist übrigens eine Holzspitzhacke. So, dann baue ich mal mit dieser komischen Holzspitzhacke Stein ab. Ist das Stein? Ja, das soll Stein sein. Perfekt, da haben wir schon mal ein paar Steine gefunden. Und aus diesen Steinen kann ich mir jetzt mit diesem Crafting-Table, den man übrigens gar nicht erkennen kann, mache ich mir jetzt einmal hier eine schöne Axt. Und da haben wir sie, Leute. Eine wunderschöne Axt. Und jetzt würde ich sagen, greifen wir mal ein paar Mobs an. Und dann müsste Minecraft auch schon realistisch werden, wenn wir Level 1 erreicht haben. Und ja, noch haben wir nicht Level 1 erreicht. So, jetzt nochmal das Hühnchen hier angreifen. Zack. Und immer noch haben wir nicht Level 1 erreicht. Okay. Dann müssen wir uns nochmal umschauen, dass wir vielleicht hier noch ein paar andere Mobs finden. Ja, sollte nicht so schwierig sein. Ich meine, wir könnten auch theoretisch nach Kohle suchen. Aber ich glaube, das dauert länger, weil man die Texturen so gar nicht erkennen kann. Und da haben wir doch noch ein Hühnchen. Okay, komm. Auf jeden Fall schon mal besser. Wir sehen, oh ja, neuere Texturen haben wir. Immer noch nicht die allerbesten, wenn wir uns jetzt mal hier unser Inventar anschauen. Man erkennt eine Steinaxt und eine Holzspitzhacke jetzt noch nicht so gut. Aber zumindest kann man jetzt schon mal die Landschaft hier drumherum erkennen. Und das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das heißt, wenn wir jetzt gleich in eine Mine reingehen, dass wir auf jeden Fall auch die Sachen sehen. Und Minecraft ist auch noch anders realistisch geworden, denn wir sehen, wackelnde Blätter haben wir. Wir haben auch Wasser, was, glaube ich, realistisch aussieht, wenn ich mich nicht täusche. Wir schauen mal ganz kurz nach, wenn wir jetzt hier Wasser finden. Da sehen wir es auch schon. Auf jeden Fall realistisches Wasser ist auch am Start. Und es wird natürlich noch krasser. Das ist gerade mal Level 1, das dürft ihr nicht vergessen. Deswegen bleibt dran und lasst ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt, Freunde. Aber jetzt heißt es erstmal noch mal ein bisschen Holz holen, denn ich bin jetzt schon gespannt, was uns auf Level 2 erwartet. Ich glaube auf jeden Fall, Level 2 wird auch noch mal richtig krass. Und so, Level 2 zu finden oder zu werden, ist ja gar nicht mal so schwierig. Deswegen hätte ich sogar gesagt, wir können ja schon mal langsam Richtung Mine gehen. Ich hole noch mal ein bisschen Holz, dass wir auch für die Mine ausgerüstet sind. Aber wenn wir dann in die Mine reingehen und ein bisschen Kohle finden, sollte es eigentlich relativ zügig gehen. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch einen Mineneingang finden. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier... Okay, da habe ich einen Hund gehört, den möchte ich eigentlich lassen. Das ist kein Mineneingang. Okay, da ist der Wolf, der nämlich gerade gebellt hat. Und da sehen wir nochmal ein paar Schweinis. Dann würde ich die sogar auch nochmal ganz kurz mitnehmen. Oh, habt ihr gesehen? Das war gerade übrigens Fleisch, was gedroppt wurde. Boah, da sieht man es auch nochmal. Und wir sind jetzt schon fast Level 2. Oh, das war jetzt gar nicht so weit gedacht. Aber klar, wir brauchen auch Fleisch, um gleich in der Mine zu überleben. Und ich glaube, dieses Schweinchen hier, was mich jetzt gerade so traurig anschaut, das wird unser Level 2 Schwein sein. Du brauchst gar nicht wegrennen. Es tut mir leid, Schweini, aber das muss jetzt leider sein. Deswegen, uiuiui. So, okay, 3, 2, 1 und nein, das war nicht unser Level 2 Schwein. Ich dachte, das reicht schon aus. Hä, aber wo ist denn jetzt? Ah, da vorne haben wir es. Okay, da vorne. Du bist es jetzt, du bist es. Und komm. Ja! Oh yeah, das sieht ja schon deutlich besser aus. Minecraft sieht aus wie in einem Trailer. Also wirklich wie in so einem YouTube-Trailer. Und auch die Mobs bewegen sich wie in diesen Trailern. Schaut euch das mal an. Wenn das Hühnchen jetzt hier wegläuft, dann sehen wir, hat das Hühnchen eine ganz andere Bewegung. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also mir gefällt's. Und auch die anderen Mobs müssten auch eine andere Bewegungsart haben. Schauen wir uns auch gleich mal an, wenn wir vielleicht mal so einen Wolf sehen. Und die Welt sieht auch so cool aus.
Also ich muss sagen, das gefällt mir auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal einen Wolf gesehen, wie der herumläuft. Der läuft auf jeden Fall auch ein bisschen anders. Hat eine andere Laufanimation. Sogar seine Augen drehen sich so ein bisschen. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Sehr, sehr schön. Okay, Freunde. Aber jetzt heißt es auch nochmal, etwas Fleisch braten. Denn wir haben schon langsam Hunger bekommen. Und das bedeutet, wir sollten nochmal zusehen, dass wir jetzt vielleicht ein paar Steine holen für einen Ofen. So, deswegen. Und am besten auch eine Steinspitzhacke machen, weil Holzspitzhacke baut man natürlich immer ein bisschen länger ab. Und mit einer Steinspitzhacke geht das schon recht zügig. So, deswegen jetzt nochmal ein bisschen Stein abbauen. Wir brauchen noch nicht so viel, aber zumindest, dass es für einen Ofen ausreicht und für eine Steinspitzhacke. So, und das sollte auf jeden Fall erstmal genügen. So, und ich muss sagen, Minecraft in der Grafik gefällt mir richtig gut. Also, wie gesagt, es erinnert mich total an so einen Minecraft-Trailer. Und die Minecraft-Trailer sehen ja auch immer richtig cool aus. So, jetzt haben wir leider kein anderes Brennmittel außer Holz. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Holz zum Brennen und dann können wir ja nochmal das Hühnchen durchbrennen. Und wir bekommen natürlich auch durch Schmelzen oder Brennen im Ofen etwas Erfahrung. Das dürfen wir auch nicht vergessen. War jetzt gar nicht mein Ziel, aber ist natürlich auch der Fall. Okay, ich glaube aber, das sollte noch nicht ausreichen, dass wir Level 3 werden, wenn ich mich nicht täusche. Also wir sehen, ja, gut, ungefähr ein Viertel von der Erfahrungsleiste ist jetzt gefüllt. So, und jetzt nochmal ganz kurz, zack. Okay, da haben wir jetzt gar nichts bekommen, aber ist ja kein Problem. So, ich würde sagen, wir machen uns jetzt einmal noch ganz schnell hier einmal die Steinspitzhacke, wie wir das auch gesagt haben, zack. Und jetzt kann, ja, wir können sogar hier diese Holzspitzhacke in den Ofen reinwerfen, brauchen wir sowieso nicht mehr. Okay, Freunde, dann heißt es jetzt nochmal nach einer Mine zu suchen. Ofen wird natürlich mitgenommen und schauen wir uns mal um, wo wir hier fündig werden, weil so eine Mine ist auf jeden Fall dann schon Level 3. Also wir werden sehr, sehr schnell auf Level 3 kommen, da bin ich mir jetzt schon sicher. Oh, was? Hier ist sogar so eine Spinne. Alter, und die läuft auf jeden Fall auch anders. Alter, wie sieht die denn aus? Okay, das sah immer super komisch aus. Und wir sind aber noch nicht Level 3 geworden. Hä? Wahrscheinlich, weil wir hier in so einem Wald sind. Ja, war jetzt einfach mal hier so eine kleine Spinne am Start. Die hat sich hier versteckt und brennt ja nicht, wenn die sich unter Bäumen versteckt. Auch so langsam geht die Sonne unter und das sieht ja mal richtig nice aus. Alter, wie sieht denn der Himmel aus? Oh, das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir auf jeden Fall, wie hier die Sonne untergeht. Aber wir haben ja noch eine Mission und die bedeutet, Richtung Mine zu gehen. Und ich sehe schon, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Kohle haben wir am Start. Oh ja, das wird Level 3, Leute. Und, na, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Jetzt vielleicht immer noch nicht. Also es ist auf jeden Fall dunkler geworden. Ich muss nochmal in die Oberfläche gehen, Freunde. Und ich packe nochmal ganz kurz hier was in den Ofen rein. Wir durchbraten in der Zwischenzeit. Okay. Also wir sehen hier an der Oberfläche, wir haben jetzt anscheinend einen normalen Shader. Ey, das ist ja cool. Also wir sehen auf jeden Fall ganz normale Schatten, ganz normale Sonne. Und, lol, das sieht man ganz dezent, so Blätter fallen hier einfach mal herunter von den Bäumen. Also so ein bisschen, so ein klitzekleines Stückchen Realismus wurde dadurch reingebracht. Einfach mal Blätter herunterfallen von den Bäumen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool gemacht. Und wie gesagt, die Schatten, die wir jetzt hier haben. Gerade hatten wir keine Schatten und das sieht natürlich deutlich, deutlich cooler aus. Aber Freunde, jetzt gehen wir erstmal nochmal wieder zurück in die Mine, denn hier haben wir auch einige Sachen zu tun und ich will noch gar nicht hier das Fleisch rausholen. Wobei, ich glaube, das reicht noch nicht um Level Up. Nee, das reicht nicht für ein Level Up. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass wir dann schon wieder Level Up sind, aber das ist noch nicht der Fall. So, ich packe jetzt nochmal kurz hier die Fackel in die Hand und wir sehen, ja, hier diese Mine scheint jetzt auch nicht die allerkrasseste zu sein, leider. Denn wir sehen, ah, okay, ich dachte jetzt, vielleicht finden wir hier noch ein bisschen Eisen oder irgendwie sowas, aber scheint nicht der Fall zu sein, aber ist auch kein Problem. Kohle finden wir hier noch ein bisschen. Oh Gott, und Kohle ist natürlich immer so eine Sache für sich, weil Erfahrung gedroppt wird. Und ja, es geht recht schnell, dass wir schon Level Up sind. Deswegen müssen wir aufpassen. Ich glaube, das könnte sogar der Level Up sein. Ist der Level Up. Und das ist es, Freunde. Okay. Sieht aber irgendwie recht nah aus zum normalen Texture Pack. Aber ich glaube, das ist kein... Irgendwie sieht es ein bisschen anders aus als das normale Texture Pack. Also es ist nicht das normale Texture Pack, da bin ich mir sicher. Lass uns aber mal gemeinsam oben an die Oberfläche gehen. Und nee, es ist anders. Und wir haben sogar... Oh, das sieht ja mal cool aus. Sogar hier so farbige Bäume. Also hier sehen wir so Herbstbäume am Start. Hier so Kirschblütenbäume haben wir am Start. Auch die Blumen sehen ein bisschen anders aus. Auch hier die Blätter
neigen so ein bisschen. Und was natürlich auch sehr, sehr cool aussieht, sind einfach mal die Blätter, die hier herunterfallen. Also auf jeden Fall nicht das Standard-Texture-Pack. Es ist so gesehen das Standard-Texture-Pack allerdings verbessert. Na, dann suchen wir jetzt mal mit dem Standard-Texture-Pack verbessert eine Höhle. Denn Level 5 ist nicht mehr weit entfernt. Und das heißt natürlich auch wieder, ein Stückchen Realismus erwartet uns. Aber ich muss sagen, diese Blätter, die so farbig sind, die sehen echt cool aus. Also das gefällt mir richtig gut. Bringt nochmal das, ja, Minecraft so ein bisschen lebendiger, finde ich. Und auch, dass die Blätter so ein bisschen rüberragen, also nicht so blockartig aussehen. Ich finde, das müsste auf jeden Fall standardmäßig in Minecraft sein. Aber leider kann man sich das nicht aussuchen, deshalb machen wir Minecraft realistischer. Und ich glaube, hier vorne sollte jetzt aber auch eine Höhle sein. Wird ja auch langsam Zeit, denn ich möchte Minecraft auch wieder ein bisschen realistischer machen. Aber ich möchte jetzt nicht wieder durch Kohle an Erfahrung kommen. Ich würde ganz gerne etwas Eisen finden und dann so Level Up werden. Oder am besten wäre natürlich, wenn wir irgendwie ja, ein paar Mobs töten oder irgendwie sowas. Das würde ich ganz cool finden, um ehrlich zu sein. Leider brauchen wir aber auch Kohle. Nur es bringt immer so viel Erfahrung, wenn wir jetzt einfach nur Kohle farmen. Deswegen, ich versuche hier natürlich durch möglichst viele Varianten an Erfahrung zu kommen. Aber es geht auch gar nicht so zügig. Wisst ihr was, Freunde? Komm, wir brauchen sowieso Kohle. Wir machen uns jetzt damit nochmal Level 5. Und das hier ist anscheinend Level 5. Oh ja, Leute, wir sehen, oh mein Gott, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Körper, den wir einfach mal anschauen können. Das hat sich auf jeden Fall verändert und ja, das ist, glaube ich, die einzige Sache. Aber einer meiner Favoriten, wir sehen hier, wie die Axt schwingt und oh mein Gott, hier ist eine Spinne. Oh, das ist, oh ja, das war eine knappe Sache. Oh, ich höre auch Zombies. Da ist ein Spawner. Nein. Oh, lol. Das wird ja jetzt so eine Erfahrungsgrube, Freunde. Das ist ja nicht mal geplant gewesen. Oh, lol, 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 lol. Oh, ich darf aber nicht sterben. Ich darf natürlich nicht sterben. So, und? Oh, lol, 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 lol. Wir sind schon Level 6. Was? Mitten im Kampf hat sich einfach unser Minecraft verändert. Ich werde verrückt, Freunde. Ich werde verrückt. Und wir sind schon fast Level 7. Oh, mein Gott. Alter, was ist denn hier passiert, Freunde? Okay, okay. Also, die Texturen haben sich auf jeden Fall verändert. Und ich habe den Spawner jetzt auf jeden Fall hier auch deaktiviert. So, Spawner ist jetzt auf jeden Fall deaktiviert. Und wir sehen, alter Schwede, was hat sich denn jetzt hier getan in Minecraft? Wir sind Level 6. Wir haben einfach mal eine Texturenveränderung mitten im Kampf gehabt. Und mit Level 6 wurde Minecraft auf jeden Fall wieder realistischer. Man sieht es hier auf jeden Fall an den Texturen. Also ich glaube auch, das ist das Einzige, was sich getan hat. Aber schauen wir erstmal in den Kisten nach. Und wir sehen ein bisschen Weizen, einen Sattel. Ah, wobei, einen Sattel brauchen wir eigentlich nicht. Gunpowder und können wir mal mitnehmen. Verrottetes Fleisch brauchen wir eigentlich auch nicht. Eisenrüstung, also für ein Pferd brauchen wir auch nicht. Und was haben wir jetzt hier? Ein bisschen Gold haben wir, Knochen haben wir, eine Musikdisk. Okay, ja, das sind jetzt nicht so die Sachen, die wir eigentlich benötigen, um ehrlich zu sein. Aber, naja, egal, wir nehmen sie einfach mal mit. Und ich würde sagen, damit, mit jetzt dem Looten von den Kisten, bauen wir einfach mal diesen Spawner ab. Und dann sollten wir auf jeden Fall Level 7 erreicht haben. Machen wir das einfach mal. Und wir gucken mal nach und zack. Level 8 sogar, was? Okay, jetzt bin ich aber auch mal gespannt, was sich getan hat. Weil ich meine, Level 8 ist ja schon nicht ohne. Wir sind auf jeden Fall unserem Ziel, dass Minecraft realistisch wird, ein bisschen näher gekommen. Lasst uns mal gemeinsam oben nachschauen, ob sich da irgendwas getan hat. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, Cobblestone. Und wir bauen uns einfach mal damit nach oben, würde ich sagen. So, und wir sehen, ja, okay. Also auf dem ersten Blick sieht es jetzt noch recht normal aus. Wobei, ich sehe schon hier, die Schafe sehen auf jeden Fall ganz, ganz anders aus. Deutlich realistischer. Also wir haben anscheinend realistische Tiere in Minecraft hereinbekommen. Wenn ich mir auch die Kühe hier vorne zum Beispiel anschaue, die sehen auch deutlich realistischer aus, habe auf jeden Fall Konturen und so weiter. Also doch, da hat sich auf jeden Fall was getan. Und ich habe auch, glaube ich, gesehen, dass die Bäume sich verändert haben, wenn ich mich nicht täusche. Denn wir sehen hier, Bäume haben einfach mal so Äste und sehen sehr, sehr komisch aus. Also ich würde sagen, ich baue mal ganz kurz hier diesen Baum hier vorne ab. Wo ist denn meine Axt hin, hä? Also um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wo meine Axt hin ist, aber ich habe sie anscheinend irgendwie verlegt oder gedroppt. Ich weiß es nicht. Kein Problem, wir machen uns einfach eine neue. So, zack, da ist sie, unsere Axt. Und ich baue jetzt mal diesen Baum ab, denn ich glaube, der müsste sogar umfallen können. Es dauert noch deutlich länger, ein bisschen Holz abzubauen. Und wir sehen, oh Gott, der fällt um, der Baum. Holy, was ist denn mit dem Baum passiert? Wir sehen, der ist wirklich einfach mal umgefallen. Und wir haben jetzt hier sogar noch Holz gedroppt bekommen. Also, das ist wirklich richtig verrückt. Ich mache das Ganze noch ein. Wobei, ich baue jetzt mal nur diesen Ast ab. Was passiert bei dem Ast? Lol, wir sehen, der Ast ist abgefallen.
Ey, das ist so cool, Freunde, dass Minecraft so realistisch ist. Aber wir sehen nämlich schon, die Sonne geht dort vorne unter. Und da ich nicht sterben möchte, verziehe ich mich am besten jetzt in die Mine. Und ich glaube, ich habe noch eine Sache gefunden, die durch das, durch die Mods kam. Das sind, glaube ich, realistische Tiere. Das sind Wildschweine. Das sind, glaube ich, Wildschweine. Und die greifen uns natürlich an, oder? Oder? Ja, die greifen uns an. Alter, die machen ordentlich Schaden. Alter Schwede, okay. Aber, Freunde, kein Problem. Wir sind Level 8 und natürlich möchten wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Jede Menge Kohle am Start. Mein Ziel ist es erstmal, sich irgendwie Rüstung zu machen. Also eine Eisenrüstung würde ich mir ganz gerne machen. So, ich packe mal kurz die Sachen hier in die zweite Hand. So, und wir haben natürlich auch hier noch einmal eine Axt am Start, um uns zu wehren. Ich baue mich jetzt einfach mal runter, weil irgendwie finde ich jetzt hier auch keinen Ausweg. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ja, ich glaube, das bringt was. So, oh, da ist Wasser. Ist das ein... Ah, oh, nee, ist nicht unter Wasser. Okay. Also, wir sehen, es geht hier runter. Wir haben zwei Möglichkeiten, rechts oder links können wir auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Weg, weil wir uns hier ganz entspannt runterschlawinern können. Nein! Skelette! Oh je. Okay, aber kein Problem. Skelette, du bist down im Moment. Oh ja. Wir sind noch nicht Level Up, Freunde. Es wird aber auch an der Zeit, nochmal den Ofen hier anzuwerfen. Hier sehen wir, haben wir nochmal ein bisschen Eisen. Das können wir eigentlich sofort durchschmelzen. Zack. Und Kohle haben wir ja sowieso genug. Das ist eigentlich ganz gut. So, dann hier nochmal ein bisschen Eisen am Start. Und ich glaube, hier ist auch Eisen. Sehr, sehr gut. Dann hätte ich gesagt, wir schmeißen alles an Eisen jetzt erstmal dort herein. Ich könnte mir auch ein Schild machen, aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig, wenn wir jetzt gleich erstmal Rüstungspunkte haben. Und hier sehen wir auch nochmal ein bisschen Eisen. Leute, läuft doch wie am Schnürchen. Sehr, sehr schön. Okay, dann sollten wir gleich auf jeden Fall Level 9 sein, wenn wir die Sachen aus dem Ofen herausnehmen. Denn Level 9 bringt natürlich auch wieder eine weitere Stufe von Realismus in Minecraft herein. Und da bin ich natürlich gespannt drauf. Und, oh ja, wir sehen, nicht mehr viel fehlt. Ich würde sagen, das Erste, was wir uns jetzt aber machen, ist auf jeden Fall der Brustpanzer. Weil der ist eigentlich so mit Abstand das Wichtigste. Also, Eisen ist ja auf jeden Fall mehr als genug. Da hatten wir wirklich Glück, muss ich so sagen. So, dann schmeißen wir nochmal hier das ein Stück Eisen rein. Und reicht es schon aus für Level Up? Nein, es reicht noch nicht aus. Aber wir haben jetzt 10 Eisen. Das heißt, der Brustpanzer ist auf jeden Fall schon mal am Start. So sehen wir jetzt aus mit dem Brustpanzer. Und hier geht ja auch noch ein bisschen was im Ofen durch. Hier ist auch noch ein bisschen Eisen. Also Eisen ist wirklich sehr, sehr nice, Freunde. So, wie gesagt, wir nehmen alles mit, was wir finden. Weil ich will auch langsam Level 9 werden, ist ja ganz klar. So, Level 9 sollten wir jetzt aber auch schon jeden Moment werden. Und jetzt sogar, nee, noch nicht. Es fehlt wirklich noch so das letzte Stückchen. Komm, wir bauen jetzt einfach Kohle ab, ist egal. Wir bauen jetzt einfach hier die Kohle ab. Komm. Und wie wir sehen, hat es auf jeden Fall ausgereicht. Ey, was ist das denn? Also Minecraft sieht ja einfach mal so krass aus gerade. Ey, heftig, Freunde, was wir heute schon aus Minecraft herausgeholt haben. Und natürlich nicht vergessen, Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch solche Videos gefallen, wo wir realistisches Minecraft haben. Und ja, okay, dann würde ich sagen, jetzt können wir aber wirklich Eisen herausnehmen. Und wir haben jetzt 12 Eisen. Reicht auf jeden Fall für eine Hose, reicht für einen Helm. Und dann, ja, wären natürlich noch Schuhe ganz praktisch. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Vielleicht finden wir sogar Diamanten. Aber anscheinend hat sich, glaube ich, nur das Texture-Pack verändert, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich würde sagen, schauen wir mal, dass wir vielleicht sogar noch Diamanten finden. Das wäre auch sehr, sehr nice, wenn wir Diamanten finden. So, zack. Oh ja, oh mein Gott, wie sehen die denn aus? Also die Zombies sehen ja mal wirklich eklig aus, muss man so sagen. Eieieiei. Ja, da muss ich sagen, ist schon sehr, sehr komisch, wie die aussehen. Oh ja, Freunde, schaut euch das mal an. Okay, also die Zombies. Oh, wir haben jetzt gleich aber schon wieder ein Level-Up am Start. Und zack. Oh ja, wir sind Level 10. Okay, es hat sich wieder was getan, Freunde. Es hat sich wieder was getan. Schaut euch das an. Die Zombies kommen auf jeden Fall schon deutlich aggressiver auf mich zu. Und wir sehen, oh lol, Alter Schwede, was ist das denn hier für ein komischer Kampf? Sieht fast aus wie in so einer Zombie-Apokalypse. Oh mein Gott, was? Die haben mich fast tot. Alter, bleib weg. Oh lol, der ist auf jeden Fall hingefallen. Okay, Freunde, ich muss ganz schnell was essen. So. Alter Schwede, was ist denn jetzt passiert? Es hat sich auf jeden Fall irgendwas getan, Freunde. Irgendwas hat sich hier getan. Also ich muss sagen, irgendwie hat sich die Atmosphäre hier total verändert. Schaut euch das mal an, Freunde. Und auch diese Zombies, die gerade angelaufen kamen, das sah echt komisch aus. Aber auch die Sounds in der Höhle, wie gesagt, das ist alles der Wahnsinn, Freunde. Ich bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht. Alter Schwede. Oh Gott, was? Okay. Irgendwie konnte ich mich nicht bewegen. Warum auch immer. Aber ist kein Problem, Freunde. Ist kein Problem. Also wir sehen, wir haben auf jeden Fall Minecraft hier
an die Grenzen gebracht. Und ich glaube irgendwie, wir sollten uns ein Schwert craften, weil ich glaube, mit dem Schwert sind wir schneller dran beim Schlagen. Ich glaube, die Axt holt recht lange aus, wenn ich mich nicht täusche. So, ich mache mir deswegen jetzt einfach mal ein... Ah, wir könnten uns ein Eisenschwert eigentlich machen, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal Eisen ganz kurz durchbrate, so, oder durchschmelze, besser gesagt. Deswegen, zack, Eisen einmal hier herein. So, und jetzt müsste es schon reichen. Wir gucken mal nach. Zack und zack. So, wir sehen, Eisenschwert ist am Start. Perfekt, Freunde. Okay, aber es geht weiter, denn wir haben noch einige coole, realistische Sachen, die uns hier erwarten. Man muss aber auch sagen, ich bin in einer sehr, sehr krassen Mine hier gelandet. Also, ich würde, wie gesagt, gerne noch Diamanten finden. Das ist gerade noch so ein bisschen das, was mich hier ärgert. Aber irgendwie... Oh, hier ist wieder so ein Skelett. Oh, lol, wie greifen diese Skelette schon wieder an? So, oh, lol. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Explosion. Oh mein Gott, Alter, was ist denn das hier allein für ein Kampf gewesen? Junge, ich komme nicht drauf klar. Was ist hier los, Freunde? Was ist hier los? Was haben wir für eine realistische Animation hier gehabt? So, Level 11 ist auch schon fast da. Oder schon wieder so ein Creeper. Ich habe echt ein bisschen Angst vor den Creeper. Oh, ja, die Creeper, die explodieren halt immer sofort. Da kann man echt nicht so viel machen. Aber ich würde sagen, wir holen uns einfach mal Level 11 ab, indem ich jetzt hier diese Kohle abbaue. So, Kohle ist jetzt auch abgebaut. Holen wir uns Level 11 ab. Und ich gehe jetzt gleich auch auf jeden Fall mal an die Oberfläche. Und ja, Freunde, auch hier hat sich wieder was getan. Wir sehen es auf jeden Fall. Oh, lol, jetzt leckt schon wieder mein Minecraft so brutal. Alter, und stürzt alles ein! Es stürzt alles ein. Alter Schwede. Oh mein Gott, ich hatte jetzt gerade schon wieder einen halben Herzinfarkt. Okay, Freunde, okay. Also, unser Minecraft wird wirklich immer realistischer und ich kann es auch gar nicht stoppen. Okay, der Creeper sieht jetzt irgendwie nicht mehr so realistisch aus, aber dafür... Oh nein. Oh, was? Der ist einfach mal in Zeile zerteilt worden. Ihr habt es gerade live gesehen. Er hatte keine Chance zu explodieren. Okay, 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 Freunde. Es wird auf jeden Fall immer heftiger. Es wird immer heftiger. Ich glaube, Diamanten finden wir gar nicht mehr, wenn das hier so weitergeht. Zumindest habe ich hier gerade so den Eindruck. Aber hier... Oh, vielleicht finden wir sogar doch noch Diamanten. Vielleicht finden wir doch noch die schönen Diamanten, wonach wir uns hier auch sehnen. Ganz viel Eisen sehe ich hier. Oh, da sind so viele Monster. Alter Schwede, wie viele Monster waren das? Das sollte Eisen sein. Oh mein Gott, Leute, das sind so viele Monster. Was mache ich jetzt? Okay, wir müssen kämpfen. Wir haben keine Chance, wir haben keine Chance. Alter, Alter, einfach alle zerschmettert in kleine Teile. Oh, da ist jetzt noch einer, das ist noch einer. Komm her, komm her, komm her. Oh ja, nochmal zerschmettert, Leute. Also diese realistische Kampfmod ist auf jeden Fall der Hammer. Okay, aber ich glaube, so richtig das, was wir eigentlich gesucht haben, also Diamanten, finden wir hier wohl... Leider nicht. Zumindest sieht es hier so aus. Ich muss mich, glaube ich, geschlagen geben. Und da sehe ich schon das nächste Monster. Okay, komm. Egal. Den zerhauen wir auch noch einmal. Und jetzt... Ah, ah, bam, Level 12. Und es wirkt so, als hätte sich gar nicht sowas Auffälliges verändert. Aber... Oh, Leute. Oh, ja. Es hat sich eine Sache doch verändert. Man hört es, wenn man ganz genau hinhört. Oh, lol. Komm her. Komm her. Boah. Die haben wir jetzt. Oh, ja, Leute. Okay, okay. Man muss ganz genau hinhören, denn es haben sich die Fuß... Geräusche verändert. Die hört immer genau zu, die Sounds, wenn man auftritt. Je nachdem, wo man auftritt, sind die Geräusche anders. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Ich muss nur sagen, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich einfach nicht... Oh, der Creeper ist immer so lost, weil ich einfach keine Diamanten finde. Oh, da sind sie! Diamanten! Unsere lang ersehnten Diamanten, Leute. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil die ganzen Blöcke hier zerbrechen. Ihr seht es. Oh mein Gott, alter Schwede. Dass ich auf jeden Fall nicht reingezogen werde, wenn ich jetzt die Dias abbaue. Das könnte jetzt ein bisschen... gefährlich werden, wenn ich den falschen Block abbaue. Deswegen versuche ich jetzt hier nochmal ein bisschen was drunter zu packen. Klappt das irgendwie? Ah, wir haben ja nur eine... Ah, wir haben gar keine Eisenspitzhacke, fällt mir gerade ein, ne? Das ist jetzt natürlich doof, deswegen wir machen ganz schnell eine Eisenspitzhacke. Das hier sollte auch, glaube ich, Eisen sein, oder? Ja, ist es Eisen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist Eisen. Oh ja, da ist schon wieder der nächste Creeper, der wartet. Ich werde verrückt, Freunde. Aber kein Problem. Wir packen dann einfach mal Eisen rein. Und da haben wir auch schon unser Eisen. Okay, sehr, sehr gut. So, Crafting Table. Und dann haben wir hier jetzt die Spitzhacke. Warte mal, genau, Holz. Zack, einmal ganz schnell Holz machen. Okay, und irgendwas bewegt sich da im Hintergrund. Ich höre auf jeden Fall was. So, das können wir wieder mitnehmen. Und das hier können wir auch wieder mitnehmen. Sind jetzt einmal die Diamanten hier. Zack, und ein Diamant war es nur. Okay, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal wieder an die Oberfläche. Denn wir sehen auch, hier hat sich einiges getan. Alter Schwede, wie sieht das denn hier aus? Ich muss sagen, ich bin wirklich schwer begeistert von dieser schönen, realistischen Minecraft-Welt hier. Wir dürfen nicht vergessen, es geht natürlich immer noch weiter, Freunde. So, deswegen hätte ich jetzt einfach mal gesagt, wir greifen einfach mal ein Schaf hier an und lassen uns mal weiter befördern. So, komm her, du Schaf. Zack.
Und oh lol, oh, da habe ich mehrere getroffen. So, zack, reicht's aus. Wir sind nah, ganz kurz vor Level 13. So, zack, Level 13. Okay, Leute, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Schaut euch das mal an. Alter Schwede, wo sind wir denn gelandet? Das sieht schon sehr, sehr krass aus, muss ich sagen. Also klar, ein paar Texturen sind noch so normal geblieben, aber alleine, wenn man jetzt einfach mal hier so entlang läuft und man, also diese paar Texturen, die nerven halt ein bisschen, die noch so komisch aussehen, aber sonst wirkt das schon echt ultra realistisch. Oh mein Gott, Leute, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich werde verrückt, Freunde. Okay, ich versuche jetzt einfach mir nochmal kurz ein bisschen Erfahrung anzueignen, dass wir noch die allerletzte Stufe hier irgendwie heranbekommen, weil das ist schon wirklich nicht ohne, was wir bislang hier so geleistet haben, würde ich sagen. So. Oh ja, wir bekommen jetzt auf jeden Fall auch schon deutlich weniger Erfahrung. Man sieht es. Aber sollte immer noch genug sein. So, deswegen besorge ich uns jetzt einfach mal kurz. Oh, hier noch ein bisschen Erfahrung. Oder ist jetzt auch noch mal ein bisschen was runtergefallen? Oh ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Mobs noch angreifen, würde ich sagen. Ah, ich treffe aber irgendwie nichts, ey. Warum treffe ich nichts? Also ein einziges Mob fehlt hier noch. Und ich würde sagen, wir nehmen uns dann einfach mal dieses Hühnchen hier. So, oh ja, ja. Noch eins fehlt. Okay, komm. Dann bist du jetzt noch dran. Ey, komm her. Ey, ey, Kollege. Ich will Level up werden. Oh, ich treffe einfach nicht. So, jetzt. Oder? Nein, immer noch nicht. Leute, warum fehlt uns noch ein einziger Erfahrung? Jetzt. Oh mein Gott, Leute. Was zur Hölle ist hier passiert? Mein ganzes Minecraft ruckelt. Also wirklich, ich habe gefühlt nur noch Standbilder, weil mein Minecraft so am eskalieren ist. Aber Minecraft sieht auch einfach nicht mehr aus wie Minecraft, muss man auch mal dazu sagen. Boah, ich baue jetzt mal diesen Baum ab. Was wird passieren, Freunde? Wenn ich diesen Baum hier abbaue. Das wird auch wahrscheinlich so komisch aussehen, oder? Oh, was passiert? Oh, lol, er zerfällt aber auch. Oh, lol. Leute, ich habe nur noch Standbilder. Mein ganzes Minecraft ist am ruckeln. Wir haben Minecraft, glaube ich, echt an die Spitze gebracht. Alter, es geht gar nichts mehr. Okay, Leute, ich habe das jetzt mit dem Baum, glaube ich, behoben bekommen. Ich habe auch mal Texturen verändert. Und wir sehen, Alter, Minecraft sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht mehr so aus wie Minecraft. Also das hier ist zum Beispiel ein Villager-Dorf. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist einfach der Wahnsinn, wie Minecraft hier gerade aussieht mit den wunderschönen Texturen kombiniert, auch mit den schönen Sounds, die wir haben. Und wenn wir einfach mal durch so einen Wald laufen, ey, das wirkt schon fast irreal. So, ich baue jetzt nochmal hier den Baum ab. Ich hoffe, das ist keine schlechte Idee. Und wir sehen, oh ja, jetzt geht's, Leute, jetzt. Nee, der Baum fällt nicht um. Oh, der Baum ist nicht umgefallen. Warte mal, ich will aber jetzt nochmal versuchen in die andere Richtung. Und wir sehen, ja, der Baum fällt um. Alter Schwede. Alter Schwede. Das sieht so krass aus, Leute. Das sieht so krass aus. Okay, dann machen wir noch einmal die Reise in den Nether. So, ihr seht, ich habe nochmal schnell ein Nether-Portal hier hingezaubert. Und Essen haben wir eigentlich auch noch gehabt. Hä, wo ist unser Essen denn hin? Egal, wir essen jetzt einfach mal das hier, würde ich sagen. So, oh, jetzt bin ich gespannt, Leute. Wie wird der Nether nochmal aussehen? Also, ich muss sagen, ich habe einiges erwartet und ja, der Nether sieht auf jeden Fall schon sehr heftig aus. Also da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen, Freunde. Wobei ich sogar noch gedacht hätte, dass der Nether noch heftiger aussehen wird. Alter Schwede. Boah, Alter. Oh mein Gott, lasst mich doch in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Also wir sehen, das hier ist der Nether. Ich versuche jetzt natürlich hier nicht zu sterben. Aber das ist er, Leute. Das ist er wirklich. Oh Gott. Jetzt greifen mich hier ganz viele an. Ganz viele greifen mich hier an. So, ey, ey. Hau ab, Kollege. So, zack, zack, zack. Okay, okay, okay. Der haut auch ab. Der haut auch ab. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, Freunde. Also, ich würde sagen, damit verabschiede ich mich auch von diesem super realistischen Minecraft-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich springe in die Lava rein. Bis dann und ciao.